Einen wunderschönen guten Morgen aus der virtuellen Kaffeetasse hier, dem Morgenmagazin von Ungarn, aus Ungarn und aus Ungarn und über Ungarn, so soll es heißen. Ja? Also, einen wunderschönen guten Morgen. Wir schreiben den 22.09. heute schon und noch nicht ganz 9.30 Uhr, aber trotzdem bin ich schon wieder hier und ging schnell. Ne? Ich meine, der Tag gestern wäre unheimlich schnell vergangen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil wir hier jede Menge zu tun hatten. Und das ist aber ja auch gut, wenn man viel zu tun hat. Ja, so, in diesem Sinne, ich erhebe meinen Kaffee, rüstet euch mit einem ordentlichen Schluck Kaffee, denn einige Informationen habe ich jetzt für euch hier an der Hand. So langsam geht ja das Sommerloch auch zu Ende. Jetzt beginnt das Herbstloch. Ja, Touristisches ist natürlich jetzt im Moment nicht ganz so viel hier auf dem Plan. Deshalb ja, kann ich euch nicht ganz so viel erzählen. Aber ein Blick auf die Zahlen heute Morgen. Die sind heute Morgen schon da. Und da sieht es folgendermaßen aus. 19.499 Corona-Infizierte insgesamt in Ungarn. Das bedeutet plus 633 mehr zu gestern. Und wir sprechen in Ungarn von 694 Todesopfern, das sind plus 8 zu gestern. 14.246 aktiv Infizierte und 25.212 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Und insgesamt haben wir hier 632.031 Corona-Tests durchgeführt. Das die offiziellen Zahlen soeben veröffentlicht von den Behörden. Und dann schaue ich noch auf den Wechselkurs. Uiuiuiuiuiui, der schießt hier gerade durch die Decke. 362 Forint für den Euro. Also, wer da jetzt gerade noch schnell ein paar Euros wechseln will, sollte das dann heute tun. Das sieht sehr attraktiv aus. Natürlich für die Ungarn selbst eine Katastrophe. Je höher dieser Kurs schießt letztendlich, ja, für diejenigen, die dann in Forint hier leben müssen, ist das natürlich nicht so gut. Ja, für alle die, die den Euro umtauschen, natürlich, ja, dann lauft schnell zu den Wechselbuden. Wie gesagt, Mittelkurs, Mittelwert, 362 Forint. Ja, so, worüber spricht Ungarn denn? Ich sag mal kurz guten Morgen hier in den Social-Media-Bereich. Facebook ist zugeschaltet. Und einige andere ebenfalls. Guten Morgen, liebe Kaffeetasse. Die Bianca ist da, die Michaela ist da, der Michael, die Anja, die Gabriela und auch der Chris. Ja, ich kann mit allen gleichzeitig guten Morgen sagen, natürlich. Aber ab und zu mal so ein Blick darüber funktioniert natürlich. So, ja, die Budapester Zeitung heute Morgen titelt: Keine Rettungspakete, sondern Investitionen in die Zukunft. Die Titelgeschichte heute Morgen in dem Deutschen Blatt. Und darüber geht es, dass gestern die Herbstsitzung im Parlament stattgefunden hat. Ministerpräsident Orban hat nochmal ganz klargestellt, dass man hier in die Zukunft investiert und dass so viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Virus vernichtet. Diesen Satz haben wir natürlich schon öfters gehört in den letzten Wochen, aber er wiederholt diesen immer wieder und zeigt dann auch auf, dass man hier intensiv investiert in die Zukunft und keine kurzfristigen Rettungspakete schnüren würde. So die Aussage gestern vom Ministerpräsident. Er gibt auch noch mal eine Zahl von sich gestern in dieser Sitzung. Ja, im schlimmsten Falle haben ihm Mathematiker und Virologen aufgezeigt, dass bis zu 200.000 Personen in Ungarn infiziert werden. 16.000 von diesen Menschen könnten in Krankenhäusern behandelt werden und 800 davon unter Beatmung. Das sind Schätzungszahlen von, wie gesagt, Experten, die das Ganze immer wieder natürlich neu beleuchten. Und diese Zahlen hat er gestern auch noch mal entsprechend rübergegeben. Ja, wir galoppieren ja in der Zeit voraus letztendlich auf den großen Supercup, der dann übermorgen, ne? Ja, am Donnerstag hier in Budapest stattfindet. Mittlerweile auch das Thema in Bayern. Ministerpräsident Söder hat ja da schon auch appelliert an die Bayern-Fans, bitte zu Hause zu bleiben, nicht in den Corona-Hotspot Budapest zu reisen.
Und ja, und hier in Ungarn ist es natürlich medial auch immer noch ein Thema und wird auch wahrscheinlich auch die nächsten 2 Tage Thema bleiben, ob das dann wirklich so durchgeführt mit ca. 20.000 Menschen in diesem Stadion in Budapest. Ja, wir haben einen Blick darauf. Die Liberalen, LMP-Partei, die wollen eine Umsatzsteuersenkung. Das ist auch heute Morgen großes Thema in den Medien. Hier hat man eine Unterschriftenaktion landesweit gestartet und man will hier -5% bei den Grundnahrungsmitteln erreichen. Die 27% Mehrwertsteuer seien pervers, so der Wortlaut der Liberalen heute Morgen in den Medien. Ja, schauen wir mal, was das dann bringt, ob da irgendwo eine Umsatzsteuersenkung in Ungarn dann in Aussicht stehen könnte. Ein Blick auf die Messen. Wir wissen, dass in den letzten Wochen, Monaten viele Events, viele Messen natürlich dann daraus auch resultierend ausgefallen sind durch diese ganze Situation. Und jetzt finden erste Messen wieder statt in der Hungexpo, dem Messezentrum in Budapest. Das hat man zwischendurch auch ein bisschen modernisiert. Da sind einige Sachen, Modernisierungsarbeiten auch fertig geworden. Eine weitere Halle wird im Oktober und im November übergeben und sogar im August 2021 wird es das neue Konferenzzentrum geben. Also messetechnisch ist dann Budapest jetzt dann auch wieder gut aufgestellt. Die erste Messe, die Baumesse im Oktober vom 7. bis zum 11.10. wird auch stattfinden, unter Einhaltung natürlich der hygienischen und Sicherheitsmaßnahmen, die da dann gefordert werden, und auch die Automotive Hungary vom 19. bis 22.10. wird stattfinden im Messezentrum. Ja, und dann ist die Modernisierung schon vorangeschritten. Bei diesen Messen sind schon hier die Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen. Jo, das an dieser Stelle aus Budapest vom Messezentrum. Eine böse Nachricht kommt heute Morgen vom Budapester Airport. Wir haben gestern, vorgestern drüber gesprochen. Passagierzahlen natürlich stark rückläufig. 80-90% weniger. Und jetzt gibt man heute Morgen bekannt, dass auch natürlich ein Personalabbau nicht mehr umgänglich ist. Das heißt also hier mit in Zahlen ausgesprochen, heute Morgen 236 Personen sollen oder müssen entlassen werden. Und wir sprechen in diesem Jahr von einem Passagieraufkommen von lediglich 5,5 Millionen Passagieren, im Gegensatz zu letztem Jahr bei 16,2 Millionen Passagieren. Also starker Einbruch, was jetzt auch auf die Mitarbeitersituation schlägt. Das heißt hier, wie gesagt, Kündigungen jetzt beim Budapester Airport stehen an. Eine Umwelt, ich muss mal eben einen Schluck trinken hier. Ich nehme mal eben einen Schluck. Der Kaffee übrigens jetzt immer warm bei mir, weil der Ludwig Vierräter, der hat uns hier so einen leckeren, tollen Kaffeetassenwärmer geschickt. Und da ist der Kaffee jetzt immer warm. Ja, früher habe ich den ja immer kalt getrunken. Ja. Ja, tolle Sache, ja. Ja, eine Umweltschutzaktion in dieser Woche in Ungarn, in den Großstädten Ungarns. Da habe ich sogar ein Bildchen vorbereitet hier, oder die MTI, die Nachrichtenagentur, hat das geschickt. Da werden Messungen derzeit durchgeführt in Bezug auf die Abgaswerte und den Lärmschutz. Und hier wird der Umweltzustand der Fahrzeuge kontrolliert. Zahlreiche Messungen und auch die Fahrzeuge, die dann da nicht durch das Raster fallen, die haben 2 Monate Zeit, alles in Ordnung zu bringen und sich dann umwelttechnisch letztendlich im Normbereich zu bewegen. Ja, da ich habe das manchmal den Eindruck, dass die da irgendwie teilweise Heizöl tanken oder wie auch immer, wenn man teilweise Fahrzeuge vor sich fahren hat, ja, was da an Abgaswerten rauskommt, möchte ich nicht wissen. Also finde ich eigentlich eine gute Aktion, dass man hier mal ein bisschen schaut, was da so alles unterwegs ist auf den Straßen, ja, die Abgaswerte kontrolliert. Und auch den Lärmschutz, weil manche Fahrzeuge haben dann doch irgendwo einen Lärmpegel, der jenseits von Gut und Böse ist. Also das, wie gesagt, rund 700 Messungen hat man schon durchgeführt in den großen Städten Debrecen, Budapest etc. pp. Ja, eine interessante Meldung der Feuerwehr heute Morgen. Da ist ein Mann am Barosplatz in Budapest. Ja, der hat sich irgendwie eingeklemmt in solchen Absperrmaßnahmen. Schaut euch das mal selber an. Die Feuerwehr hat ein Foto geschickt. Unglaublich. Ich weiß nicht, wie der Mann das geschafft hat. Also ihr seht hier diesen Menschen, der da zwischen diesen zwei Absperrungen da ja fest eingeklemmt ist.
und die Feuerwehr musste ihn hier mit schwerem Gerät raustrennen aus dieser misslichen Lage. Und ja, die Polizei steht auch noch vor dem Rätsel, wie das passiert sein konnte. Der Mann ist jetzt verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, geht ihm aber wohl schon wieder etwas besser. Aber wirklich ein merkwürdiger, kurioser Einsatz der Feuerwehr gestern auf dem Barosch-Platz in Budapest, wie der Mann das geschafft hat. Das steht noch in den Sternen. Ja, so haben wir jeden Tag interessante und teilweise natürlich hoffentlich auch immer gut ausgehende Geschichten der Feuerwehr. Auch spektakulär gestern ein Unfall, der sich auf der M1 ereignet hat, Richtung Hegerschalom. Hier ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat sich mehrmals überschlagen. Der Fahrer musste schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihr seht das hier, die Befreiung war nicht so einfach für die Feuerwehr. Der Mann ist schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden und die Autobahn musste hier einspurig gesperrt werden gestern auf der M1 Richtung Hegerschalom. Ja, Straßensperre auch auf einer anderen Straße und zwar in Schaarbogaard. In Schaarbogaard ist gestern ein LKW umgekippt mit Sonnenblumenkernen. Genau, schaut euch das mal an. Ja, der ist da einfach auf die Seite gekippt, hier auf gerader Straße, wie das passieren konnte. Vermutlich durch ein Ausweichmanöver hier. Der Auflieger ist hier komplett umgekippt. Ihr seht das an der Seite, alles Sonnenblumenkerne, die sich dann hier im Straßengraben verteilt haben. Die Feuerwehr musste den Sattelaufleger mit einem Kran bergen. Und ja, hier kam es natürlich dann auch zu Straßensperre in Schaarbogaard gestern. Das von der Feuerwehr heute. Ich glaube, das waren die Hauptdinger hier von der Feuerwehr, genau. Ja, dann haben wir Informationen, dass das Hauptkrankenhaus in Budapest, das Zentralkrankenhaus, seit gestern dann auch wieder eine sogenannte Corona-Screening-Area hat. Hier werden die Patienten quasi vorab gescreent und aufgenommen. Hier sehen wir dann auch, das Militär hat hier den Aufbau übernommen und hat hier dann quasi dann auch regelmäßiges Wartesystem, wo hier Karten ziehen muss, man weiß, wann man dran ist. Alles außerhalb des Krankenhauses, wie gesagt, dieses Vorab-Screening, um die Infektiösen, die da eventuell kommen könnten, dann letztendlich abzufangen in einer Außenarea. Ja, das wie gesagt in Budapest gestern. So, hier schreibt man gerade, wie sieht es denn derzeit an den Grenzen aus? Ja, ganz interessant, Klaus Stefan, der fragt das gerade. Es hat etwas mehr Zeit braucht ihr heute Morgen Richtung Ungarn. Wir haben Informationen, dass Richtung Ungarn auch gestern Morgen schon Wartezeiten teilweise bis zu einer Stunde waren. Warum das so ist, das kann ich leider nicht sagen. Es waren zeitweise, wie gesagt, ungefähr eine Stunde Wartezeit und ansonsten rechnen wir immer so mit ca. 20, 30 Minuten. Aber gestern Morgen und auch heute Morgen dauert es ein bisschen länger. Wie gesagt, wir wissen nicht warum, aber es kommen hier einige Informationen, die das im Prinzip bestätigen derzeit in Richtung Ungarn, in Richtung Österreich nach wie vor. Immer so rechnet mal mit 15, 20 Minuten im Moment. Teilweise geht es auch schneller an den kleinen Grenzübergängen. Ja, da werdet ihr ja dann im Prinzip auch nochmal einzeln kontrolliert in der Form, dass er da kurz erzählen muss, wo er hinfährt und wo er herkommt. Ja, in diesem Sinne, das waren die Informationen von meiner Seite jetzt hier. Muss mal schauen, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Genau, wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema Reisen. Ganz wichtige Information für alle die, die jetzt auch so hin und her reisen und da mit dem Corona-Test quasi konfrontiert sind. Wie geht das eigentlich? Wir wissen teilweise, darf der nicht älter als 48 Stunden alt sein. Und es ist tatsächlich so, dass die Zeit von dem Moment an zählt, in dem Moment, wo mir der Stab quasi in den Rachen gehalten wird. Und das ist im Prinzip der Zeitpunkt, von dem letztendlich dann diese 48 oder 72 Stunden gemessen werden. Jetzt ist es nur ein großes Problem. In Ungarn gibt es nämlich nur ganz wenige Labors oder eigentlich fast gar keins, das Testergebnis am selben Tag zur Verfügung stellt, damit ich auch diese Zeit einhalten kann. Teilweise dauert das 3 Tage sogar und dann sind die 48 Stunden ja schon vorüber. Was mache ich denn da? Also, gibt ein großes Problem für Leute, die wirklich dann den Test brauchen, um zum Beispiel in ein anderes Land jetzt zu reisen beruflich. Ich habe momentan auch diese Sache
als Problem, sage ich ganz ehrlich. Und wir haben in zig Labors angerufen. Und kein Labor kann garantieren, dass das innerhalb von 24 Stunden da ist, das Ergebnis. Man sagt, es könnte sein, aber die Tests werden alle nach Budapest geschickt, in ein Zentrallabor. So, und da ist es natürlich momentan erhöhtes Aufkommen und deshalb dauert das etwas länger teilweise. Das heißt, alle die Leute, die darauf angewiesen sind, die jetzt so einen Test in der Hand haben müssen, weil sie dann vielleicht irgendwo anders einreisen müssen, es ist ein regelrechtes Glücksspiel. Ich habe gesagt, das geht nicht, ich brauche die 100%ige Sicherheit. Das geht dann nur, wenn man den Test in Wien am Flughafen machen lässt. Dort garantiert man das Testergebnis innerhalb weniger Stunden. Da kann man also im Prinzip sich anstellen in die Reihe. Man kann sich nicht telefonisch vorher anmelden oder per E-Mail. Man muss dorthin kommen und teilweise halt auch sehr lange warten, je nachdem, wie viele Leute gerade gelandet sind, abfliegen wollen. Die gehen ja alle dann dahin, gegenüber vom Flughafen. Das ist das Testzentrum neben dem NH-Hotel. Und da könnt ihr euch testen lassen dann und der Test kommt dann innerhalb, wenn ihr das bis 13 Uhr an dem Tag macht, am selben Tag bis 23 Uhr auf eure E-Mail geschickt. Oder aber wenn ihr nach 13 Uhr dort testen lasst, dann kommt der am nächsten Tag bis spätestens 16 Uhr per E-Mail. However, so ist es. Und das ist natürlich dann auch wiederum ein großer Aufwand, den man mehr treiben muss. Und ich kann euch noch eine Sache erzählen, wenn ihr jetzt im Prinzip irgendwo in ein Land reisen müsst, die zum Beispiel auch manche Länder verlangen, dass eine Auslandsreiseversicherung verlangen, das könnt ihr in Ungarn auch vergessen. Denn in Ungarn, die meisten Versicherungen stellen das nur in Ungarisch aus und stellen das nicht in Englisch aus. Das haben wir also auch jetzt die Erfahrung gemacht. Selbst große Unternehmen machen das nicht. Und dann nützt mir diese Auslandsreiseversicherung nichts, denn diese muss beinhalten, dass diese auch gegen diese Covid-19-Maßnahmen eingesetzt werden kann und auch in Englisch. Und wenn das nicht ist, dann dürft ihr in manche Länder nicht einreisen. Also Vorsicht dabei, sind einige Stolperfallen im Moment dabei und ich habe den Eindruck, dass viele schlaue Menschen, die diese Regeln entworfen haben, überhaupt nicht wissen, was sie da entworfen haben, weil es ist technisch teilweise gar nicht möglich. Berlin zum Beispiel auch. Berlin schafft es nicht, die Tests innerhalb von 24 Stunden auszugeben oder zumindest am selben Tag, wenn ich den brauche. Ja, geht nicht. Da muss man den in Frankfurt machen. Und Berlin ist die Hauptstadt. Also, irgendwas stimmt doch da nicht so ganz. Ja. Da muss man sich wieder drüber aufregen und wie gesagt, das tun wir jetzt alles nicht und hatte das Testergebnis in der Zahnklinik in Hewis. Ja, aber Leute, das ist kein PCR-Test, den ihr benötigt, wenn ihr reist, dann ist dieser Test nicht gültig. Das ist so ein Schnelltest und der wird leider nicht angenommen. Das ist leider der Fall. Und der kann auch nicht in 30 Minuten durchgeführt werden, ja, aber das ist nicht der Test, den ihr benötigt, um zum Beispiel über die Grenze zu kommen. Ja, das ist ein Test, den man als Schnelltest verwertet, aber der ist nicht gültig, zum Beispiel an Flughäfen und so weiter. Ja, das habe ich auch gedacht, das kann man ja so machen, ist leider nicht. Das ist leider so und das ist ein absolut zweifelhaftes Erlebnis. Ja, das ist ein Erlebnis, was grauenvoll ist, liebe Claudia Dinkel. Das sind Dinge, die muss man alle selber herausfinden, Stück für Stück. Und dann fällt man über diese Stolperfallen. Gut, ich würde sagen, haben wir noch geschimpft über die Situation. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz ein süßes Hündchen. Ja, der ist nämlich heute besonders süß. Wo ist er? Ich muss den mal eben suchen. Ja, den habe ich mir noch irgendwo abgespeichert. Hier. Wo ist der Hund? Ich finde den Hund nicht mehr. Mit dem Hund müssen wir nachschieben. Der kommt später. Doch, da ist er. Ich habe ihn. Er hat sich versteckt heute Morgen bei mir. So, das ist Sadi. Das ist eine Hündin aus Mai 2018 und die ist derzeit im Tierheim Nierich-Haser. So, 50 cm Schulterhöhe, geimpft, gechippt etc. Die war total verwahrlost, wurde sie gefunden und ist dann ins Tierheim gebracht worden. Wurde jetzt aufgepäppelt und wir sehen es schon, sie schaut schon sehr aufmerksam und frisch. Das ist sie auch. Sie fühlt sich unter Menschen pudelwohl, ist total verspielt und kommt auch gut mit anderen Hunden klar. Die Barbara Quante von kettenlos.org vermittelt diesen Hund und die Sadi, die findet ihr auch natürlich auf unserer Webseite. So,
Dann würde ich sagen, eine Frage kommt noch. Gibt es neue Informationen, wie lange die Grenzsituation so bleiben soll? Nein, diese Informationen liegen uns leider noch nicht vor. Es gibt da keine Informationen. Die letzte Information war, die Situation wird erstmal so bleiben, was immer das auch heißen mag. Hoffen wir, dass sich das irgendwann ändert. Ich selber an dieser Stelle glaube eher nicht daran, dass wir da am 1.10. jetzt wieder mit einer anderen Situation rechnen können. Das heißt also, ich denke auch mal, wenn wir das so zwischen den Zeilen hören, dass das nicht auf Kürze aufgehoben wird, diese Grenzsituation. So, jo, so ist das. So, einen touristischen Tipp würde ich sagen. Ich würde sagen, ich entführe euch heute nach Schiofok. Schiofok am Balaton. Und für alle Mineralienfreunde, für alle Steinfreunde, habe ich was für euch. Es gibt nämlich dort ein wunderschönes Mineralienmuseum in Schiofok. Das ist 1986 geöffnet worden schon und das ist privat. Ja, man geht da in so einen Keller rein und da hat man also circa 3000 Stücke von Mineralien, vornehmlich aus dem Karpatenbecken, ja, also regional auch in Bezug zum Karpatenbecken. Und der Besitzer dieses Museums ist Experte auf dem Gebiet. Der kann euch also auch jede Menge dazu erzählen. Und dieses Museum ist geöffnet im Moment im September auch noch von 9 bis 16 Uhr in Schiofok. Und schaut euch das mal an hier. Da findet ihr also wirklich solche Ausstellungsstücke hier, Steine, Mineralien, die also wirklich außerordentlich sind. Und alle Fans, die sich damit befassen, die sind hier sehr gut aufgehoben. Kleiner Geheimtipp, weil das Museum ganz, ganz klein versteckt eigentlich ist. Aber ist wirklich, wird gut gehandelt unter den Ausflugstipps auch in Schiofok. Eintritt 800 Forint, für Kinder sind es 500 Forint. Also kann man aufwenden für diese Informationen, die man da bekommt. Klein, aber fein, sage ich. Und für alle, die dies mögen, mit Sicherheit ein schöner Ausflugstipp. Und wenn ihr dann in Schiofok bleiben wollt, das heißt, ihr wollt da vielleicht noch ein, zwei Tage übernachten, dann gebe ich euch jetzt nochmal einen Hoteltipp mit an die Hand. Da bin ich selber auch schon gewesen. Das ist das Janusz Boutique und Spa Hotel in Schiofok. Das liegt also circa 100 Meter vom Bahnhof entfernt am Stadtzentrum Rand, also nicht mitten in der Stadt, kann wunderbar parken da. Und das ganze Hotel hat so einen Touch von 1001 Nacht. Ja, das war ein ehemals evangelisches Gebetshaus und ihr seht hier zum Beispiel den Innenhof, alles so ein bisschen orientalischen Touch hier. Man kann da wunderschön sitzen in diesem Innenhof. Ein ganz bekannter Architekt hat das umgebaut, der hat auch zum Beispiel den Ungarn-Pavillon auf der Weltausstellung gebaut. Und wunderschöner Wellnessbereich, also so ein ganz typisches Boutique-Hotel, klein, aber fein. Ihr seht das auch hier, hat alles so ein bisschen so einen orientalischen Touch. Und die Zimmer sind alle individuell, alle einzigartig. Das haben wir zum Beispiel hier, das Mona-Lisa-Zimmer, Königszimmer gibt es da, alles so ganz schön fein eingerichtet mit Himmelbettchen und so weiter und so fort. Im Wellnessbereich, Pool, Jacuzzi, Dampfbad, mehrere Saunen. Es gibt ein hervorragendes Frühstück, deftiges Frühstück, ja, und das Restaurant nebenan bietet 10% Rabatt für die Hotelgäste. Ein eigenes Restaurant hat das Hotel nicht, deshalb kann man nebenan mit 10% Rabatt dann noch essen gehen. Ja, rund 80 Euro das Doppelzimmer mit Frühstück bietet das Hotel an und ist eines der guten Häuser in Schiofok, 4 Sterne. Boutique-Hotel, also auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr da was Schickes sucht, was etwas Außergewöhnliches, und der Nico hat es schon gepostet hier auf unserer Seite, da gibt es auch ein Video zu, ja, könnt ihr euch anschauen. Also ich fand das sehr schön, fand das sehr charmant, habe mich sehr wohl gefühlt da, habe gut geschlafen, habe gut gegessen und hervorragend Wellness gemacht. Und dann, wie gesagt, am Stadtrand, man ist nicht weg von der Stadt, aber man ist auch nicht mitten in der Stadt und eigentlich alles Pluspunkte für dieses schnuckelige Boutique-Hotel mit dem Touch aus 1001 Nacht. Ja, das war mein touristischer Tipp, oder waren zwei, aus Schiofok am Balaton. Für alle die, die noch da sind und sich da noch ein bisschen tummeln, könnt ihr ja mal vorbeigehen oder könnt euch ein paar Steine angucken. Habt da auch mal wieder ein, zwei Stunden ausgefüllt in eurem Tagesprogramm und vielleicht findet ihr noch was Interessantes, was er uns dann hier
schicken können. Das Hotel Lido in Schiofork, schreibt der Ludwig Vierräter gerade, ist auch nicht schlecht. Strand quasi direkt vor der Haustür. Ist immer gut, wenn der Strand natürlich direkt vor Ort ist. Obwohl, jetzt wird es ja schon so langsam ein bisschen frischer. Ne? Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wer sich noch traut, ordentlich baden zu gehen. Oder ob da schon die ersten Leute sagen, nee, das ist mir schon zu kalt. Weiß einer, wie viel Grad der Balaton im Moment noch hat, der Plattensee? Mal Fragen hier in die Runde, in die Social-Media-Runde. Kann das vielleicht einer kurz beantworten? Wie viel Grad hat denn der Plattensee im Moment noch? Wie warm oder wie kalt ist er denn schon? Ich würde mal so schätzen, 20, 21 Grad müsste er noch haben. Obwohl nachts wird es jetzt schon ein bisschen kalt. Ne? Also, vielleicht weiß das einer. Vielleicht hat einer irgendwo da gerade auf dem Schirm oder der Nico, der recherchiert das schnell mal eben, wie warm der Plattensee noch ist. 18 Grad, sagt der Peter Lauer. Hui. Da wird es schon doch ein bisschen frisch. Ne? Naja gut, das ist dann für diejenigen 22 Grad. Na, jetzt müsst ihr euch aber entscheiden. Der eine sagt 18, der andere 22. Es sind ja auch verschiedene Gebiete da. Ne? Der Olli sagt 22. Bei 22 denke ich mal, da sind wir noch gut dabei. Gut, ja. Ich weiß nicht, ob sie gestern gesehen hat. Ja, Cecilia Müller ist ja wieder da. Ne? Die ist wieder da und die ist jetzt wieder in Aktion, immer mittags. Informiert sie uns mit den aktuellen Informationen über die Coronavirus-Situation. Und sie war ja schon in der ersten Welle eigentlich so ein kleiner Star in Ungarn geworden. Ne? Und jetzt hat Ungarn sie wieder. Ja, viele freuen sich, viele Medien freuen sich auch, weil die haben ja auch viel Satire-Geschichten daraus gemacht. Ja, sie hat ja öfters mal so ein bisschen so eine, ja, wie soll man sagen, so einen Ausdruck, solche Sprüche gelassen, die halt dann auch medial so ein bisschen ja, in die Richtung Satire gegangen sind. Ne? Muss man ja so sagen. Aber man muss ja auch immer sehen, das Ganze muss ja auch ein bisschen mit Lächeln betrachtet werden, weil wir müssen ja zwischendurch auch mal nicht unsere gute Laune verlieren. Und ich glaube, Cecilia Müller ist gar nicht so schlecht dafür. Manchmal kann man ja auch ein bisschen schmunzeln über sie. Und sie hat uns, denke ich mal, auch in der ersten Welle schon einige Momente bereitet, da wo wir gesagt haben, Mensch, Tante Cece, das hat sich doch gelohnt, heute mal einzuschalten. In diesem Sinne, ja, da lacht ihr euch wieder kaputt. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ne, die Frau ist einfach, ich finde sie gut. Sie ist natürlich, sie ist so, wie sie ist. Und sie hat mit Sicherheit medial einiges am Kasten da. So. Obwohl sie das, glaube ich, vielleicht gar nicht weiß. Ist so. Gut, ja, wenn ihr nichts mehr habt hier, ich schaue mal eben hier nochmal in eure Kommentare hier, 22 Grad, viel zu kalt. Naja, für 22 Grad, das ist aber noch okay. Ja, 18 würde ich sagen, ja, aber 22 Grad, der Balaton, finde ich nicht schlecht. Jetzt gerade 20 Grad, sagt der Nico. Okay, das ist gut aufgestellt, ja, zwischen 18 und 22 liegt die 20, da sind wir genau die Mitte. Also 20 Grad, der Balaton ungefähr noch. Es wäre dann noch möglich, in dieser Woche ein bisschen zu baden. Wetter spielt noch einigermaßen mit. Also für alle, die noch hier in Ungarn sind, vielleicht noch schnell mal eben rein jumpen in den Balatonsee. Macht uns doch mal so ein paar Fotos. Ich hab's geschafft oder ich bin noch drin oder bei mir ist gerade 18 Grad oder bei mir ist 20. Ja, ich will mal sehen, wie viel Mutige es da noch gibt. Ja, und wie lange kann man da noch schwimmen? Die Frage. Gut. Dann danke für die klasse Informationen, der Norbert, Grüße auch aus Edding, das ist aber sehr kalt, gut gesteuert. Das sind eure Kommentare hier auf Facebook. Dann kriegen wir gerade die Info, dass Wohnmobilurlaub auch immer interessanter ist. Könnt ihr da mal was drüber in Ungarn machen? Ja, es gibt ja auch, natürlich gibt es den Wohnmobilurlaub, der rasant an Fahrt aufgenommen hat jetzt in der Krise, weil man gesagt hat, gut, im Wohnmobil, da bin ich für mich alleine, kann ich alleine essen, da kann ich alleine hin, wo ich will. Das hat einen regelrechten Boom erfahren. Ich gehe davon aus, dass auch im nächsten Jahr dadurch zum Beispiel die Campingplätze profitieren werden, weil so viele Wohnmobile, wie wir jetzt haben, die müssen ja auch irgendwo hin. Und wenn dann Ungarn irgendwann die Tore wieder aufmacht, dann würde das ein oder andere Wohnmobil sich sicher auch nach Ungarn verirren. Also dann hätten auch die Campingplätze hier mit Sicherheit den einen oder anderen neuen Kunden. Und da gibt es ja nur wirklich schöne Campingplätze. Wir waren ja schon ein paar Mal auf diesem wunderschönen Thermalcampingplatz in Papa, ja, wo man direkt das Thermalbad nebenan hat. Wunderschöner Platz, tolle Ideen da, die da durchgeführt werden, tolle Konzepte. Es gibt aber auch am Balaton einige.
Campingplätze und viele kleine, solche kleinen privaten Campingplätze, die gar nicht so groß sind, aber die auch irgendwo einen gewissen Charme haben in Ungarn. Ja, für Angler ganz interessant, an solchen Angelseen. Also da gibt es einiges und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr hier einen positiven Boom auch von diesen Wohnmobilurlaubern haben, auch hier in Ungarn, wenn dann alles wieder normal ist. So, jetzt habe ich aber genug geredet und ich würde sagen, ich entlasse euch jetzt in einen wunderschönen Tag. Wir haben 10 Uhr jetzt, es ist Zeit, jetzt ein bisschen mal was zu tun, ein bisschen mal in der Bude zu tun, ja, mal eben ein bisschen Staub wischen, ein bisschen Geschirr waschen, einkaufen gehen, ich weiß nicht, was macht man sonst so morgens, ja, schaut mal. Und dann ganz locker Runde in den Garten. Für alle die, die arbeiten natürlich jetzt wieder, husch, 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 an den Schreibtisch oder an den Schraubstock oder wo auch immer. Ja, die halbe Stunde Kaffeetasse, virtuelle Kaffeetasse, die dürft ihr euch nehmen. Ich denke mal, viele Arbeitgeber werden da Verständnis für haben, wenn man eine halbe Stunde vom Arbeitsplatz sich entfernt, um die virtuelle Kaffeetasse mit zu erleben. Es ist ja mittlerweile schon ein Erlebnis, mit so vielen Menschen gleichzeitig Kaffee zu trinken. Und ja, und jetzt ist wirklich Schluss. Ja, in diesem Sinne, macht, was ihr wollt heute, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder 9.30 Uhr hier an gewohnter Stelle bei der virtuellen Kaffeetasse, dem Morgenmagazin aus Ungarn, über Ungarn. In diesem Sinne, ciao, tschüss, arrivederci, bis morgen.